Willkommen zurück hier zu Psychonauts mit Pergo, dem ihr die mit den dicken Eiern. Und wir machen eine riesige Aufnahmesession. Dass wer Sherlock Holmes gesehen hat, der weiß, das ist am gleichen Tag passiert hier. Da ich heute trinken gehe. Und still geblieben sind wir hier. Und wollten euch hier reingeben, wie alles täuscht. Oder wollt ihr weiter erkunden? Ich weiß es gar nicht mehr. Die letzte Aufnahme von Psychonauts liegt schon 2 Wochen her. Haben wir denn mit dem hier schon gesprochen? Moment mal. Wie konnte ich mit dem sprechen? Gar nicht? Ich sag's dir, wenn ich was sehe. Kannst nicht ewig lauern, Bär. Achso, das war der Bär. Ja, der hat mich schon gehabt. Hier kann ich noch sliden. Oh, hier sliden wir noch. So. Als ich den Titel gemacht habe für die Folgen, oder für die erste Folge, ist mir aufgefallen, ich habe letztes Mal gesagt, man muss darauf achten, dass man hier auch mal hochgeht an diesen ganzen Masten. Und bin bei dem einen Masten nur halb hochgeklettert und habe somit so eine Marke vergessen einzusammeln. Und das machen wir gleich mal sofort, bevor ich es wieder vergesse. Also gehen wir erstmal zurück, holen uns diese eine Marke und haben dann, ich glaube, fast alles geschafft, was man hier machen kann. Da sieht man sie, von der ich gerade gesprochen habe. Welche dann noch fehlt? Keine Ahnung. Das Sandwich ist unten. Und heute möchte ich auch gerne in diese Bahn, sag ich mal, die da unten im Keller war, von, boah, wie hieß denn der? Crowd, Quarrel, keine Ahnung. Dieser Hausmeister. Ich dachte erst, das wäre dieses Labor gewesen, wohin müssen fürs Quest. Aber das ist ja nicht so. Dieser Kerl war ja der Hausmeister. Wo kommt man hier raus? Wo war das hier? Ich geh mal kurz rein. Ah! Wohin soll ich Sie bringen, Agent Crawler? Setz mich bei der Hauptroute ab. Ich bin zum Parkplatz unterwegs. Fahren wir zu Falls, meinem Geheimversteck. Ja, nobler Psychomeister. Liege ich jetzt auch falsch? Oh oh. Ist das hier die Story? Oh oh. Nee, noch der Hausmeister. Bin ich richtig? Was geht denn bei dem ab? Alter Schwede. Du hast es endlich geschafft. Es ist mir eine Ehre, Sie persönlich kennenzulernen. Ich dachte, ich hätte Sie in meinen Träumen erkannt, war mir aber nicht sicher. Jetzt, wo Sie vor mir stehen, habe ich aber keine Zweifel mehr. Sie sind Ford Crawler, der größte Führer, den die Psychonauten je hatten. Nun, du solltest nicht alles glauben, was Sie in wahre psychische Sagen schreiben. Was machen Sie hier beim Flüsterfelsen? Ich habe die Blätter am Haken gesehen. War das eine Verkleidung? Welcher Auftrag haben Sie denn hier unten? Wo sind also Geräte? Ich sollte gehen. Viel Arbeit. So. Was machen Sie hier beim Flüsterfelsen? Das Ausbildungslager wurde direkt auf dem größten bekannten Psitanium-Vorkommen errichtet. Das Psitanium liegt unter dem ganzen Tal. Das macht die Gegend für Psychonauten äußerst wichtig. Und ich passe hier auf, auch darauf, dass ihr kleinen Löffelbieger euch nicht gegenseitig umbringt. Aha. Was ist Psitanium? Was ist Psitanium? Psitanium ist ein sehr seltenes psychoreaktives Mineral, das vor Jahrhunderten mit einem Meteoriten hierher kam. Es reagiert auf übersinnliche Energie. Es verstärkt und konzentriert sie. Es verstärkt übersinnliche Kräfte, macht aber auch geistig Verwirrte noch verwirrter. Der Großteil der Menschheit kann mit so viel Gehirnaktivität nicht umgehen. Die meisten schnappen dann ganz einfach über. Deshalb hat das Tal auch eine interessante Geschichte. Ich habe die Blätterhaken gesehen. Verkleidung. Ich habe die Blätterhaken sehen. War das eine Verkleidung? Ja, nun, ich habe viele Verkleidungen. So kann ich euch kleine Racker immer im Auge behalten. Wenn ich getarnt bin, tue ich vielleicht so, als würde ich dich nicht kennen. Dann musst du mitspielen, ja? Alles klar. Ihre Geheimidentität ist bei mir sicher. Und welchen Auftrag haben Sie hier unten? Von hier unten überwache ich, was in der Welt vorgeht. Übersinnlichen Terrorismus, Unruhen in der Astralebene. Und dann fliegen Sie los, um die Welt zu retten. Sie haben doch sicher ein geheimes Düsenflugzeug. Inzwischen schicke ich lieber jüngere Agenten zum Einsatz, wenn es Ärger gibt, wie Miller oder Sascha. Eines Tages vielleicht auch dich. Okay. Wofür sind all diese Geräte? Hier oben ist die Nachrichtenzentrale.
Den Gang hinunter ist der Beobachtungsraum. Momentan findet dort kein Test statt. Vielleicht später. Und unten sind Spezialmaschinen, die Psi-Aufstiegsmarkierungen zusammensetzen und geistige Spinnweben entwirren. Du solltest dich mit den Maschinen vertraut machen. Die sind oft recht praktisch. Wofür sind all diese Geräte? Hier oben ist die Nachrichtensendung. Nein. Ich sollte gehen. Habe noch viel zu tun. Viel Glück, Rasputin. Danke. Ich kann's brauchen. Keine Sorge. Ich begleite dich in deinem Kopf. Oh. In meinem Kopf? Ja, ich möchte dich im Auge behalten, Junge. Ich werde als blinder Passagier in deinem Kopf mitreisen. Wenn ich für dich erscheinen soll, dann setzt du dieses Spezialgerät ein. Was ist das? Ist das ein Stück Speck? Oh, ja klar. Ich liebe Speck. Wenn ich das Zeug rieche, lasse ich alles fallen und komme angelaufen. Okay. Haben Sie einen kleinen Beutel oder so, wo ich das reintun kann? Nun mach lieber, oder ich esse den Speck sofort. So, kann man hier rauf? Nee, bringt nix. Also, wir sehen uns ein bisschen hier um. Das möchte ich gerne mal jetzt hier machen. Kann man hier die Rennen einlegen, nicht, ne? So, hier hatten wir die Nachrichtenzentrale, mir enttäuscht. Ich kann mir auf Anhieb auch nicht alles merken. Und, ja, wollte die Nachrichtenzentrale sein. Haben wir hier eventuell auch irgendwelche Siegkräfte vereinnahmen können. Und vor allem nach unten möchte ich, wegen den Spinnenweben und so weiter. Das will ich alles heute gleich mitnehmen. So, noch hier drüben geht wieder raus. Aber gehen wir hier runter. Lass dich fallen. Mit F und X. So, da haben wir zum Beispiel Zielmarke. Da. Da haben wir nichts. Wir gucken mal noch kurz weiter. Bevor wir uns an diesem... Bevor du dich unter Strom setzt, erkläre ich dir mal, wie die Dinger funktionieren. Dieses Prachtstück ist ein geistiger Spinnwebentwirrer. Oh, ich weiß, was das ist. Geistige Spinnweben sind... Wenn du einen Bereich deines Geistes zu lange vernachlässigst, entstehen geistige Spinnweben. Oben im Lager verkaufen sie ein Gerät, das als geistiger Spinnwebentferner bezeichnet wird. Du kannst eine Projektion des Geräts in die geistige Welt mitnehmen und dort damit Spinnweben entfernen. Der Spinnwebentferner speichert die psychische Energie in der realen Welt. Du kannst also das, was du sammelst, hierher bringen, in den Webstuhl einspannen und aus dem verfilzten Zeug etwas Nützliches machen. Etwa eine Karte von einer Psi-Aufstiegsmarkierung. Damit kommen wir zu dem Gerät da drüben. Du steckst einfach 9 Psi-Karten zusammen mit einem Psi-Kern in das Ding. Psi-Kerne sind auch im Laden günstig zu haben. Und schon spuckt es eine fertige Psi-Aufstiegsmarkierung aus, mit der du eine Stufe höher gelangst. Wenn du genügend Stufen steigst, erhältst du neue Psi-Kräfte. Kapiert? Jo. Ja, geistige Spinnweben kommen da rein. Und meine Psi-Karten und Kerne hier rein. Und dann kann ich bald Sachen ankokeln. Ja, so ungefähr. Viel Spaß. Okay, also brauchen wir noch den Laden auch noch. Ich wollte doch gar nicht hier raufgehen so schnell. Aber das hat ziemlich früh getriggert. Und jo, ich glaube hier war es das. Also hopp, auf hier, hey, Raz, so, rauf, rauf, rauf. Und hier auch nochmal, so, da. Also das haben wir alles gesehen und erforscht. Hallo. Hallo, oh, Gott sei Dank. So. Noch irgendwas? Mal schnell gucken. Ich glaube nicht. Jetzt bin ich mir sicher, dass wir alles haben. Halt die fest. Jawohl. Und zurück. Wohin soll ich sie bringen? Mich zu dem Wohnen der Kinder, setze ich bei der Hoppelte ab. Ich bin zum Parkplatz unterwegs. Gib mir zum Parkplatz. Ich will zum Parkplatz. Ich hoffe, Sie verlassen uns noch nicht, Sir. Nein. Aber da ist es am weitesten fortgeschritten, sag ich mal. So, Lili. Hier ist der Parkplatz, wo da oben noch was auf uns wartet. Also, da oben. Da. Weil ich nicht mehr hochkommen soll. Ist auch eine Karte? Moment mal. Schild auf dem Auto. Die hätte ich mal auch nicht gesehen. Hihi. So, von hier aus. Hier rauf. Und von da aus. Kann man vielleicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Gott sei Dank mache ich gerne Jump-and-Run-Spiele oder generell. Nehme Jump and Run Herausforderungen an.
zum Beispiel auch bei Dragon's Prophet, da nehme ich nicht meinen Flugmount, sondern dann springe ich da irgendwie über die Häuser, versuche es halt. Und versuche mir immer die möglichsten Wege zu rauszusuchen. Und das ist, kommt mir gerade hier in dem Spiel ganz zum Vorteil. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie ich da hinten hinkomme. Weil das ziemlich mittig ist und... ja, waren wir hier oben gewesen schon mal? Weiß ich gar nicht. Vielleicht, ich, wie gesagt, das ist glaube ich 2 Wochen her jetzt zur Aufnahme. Was wirklich ein bisschen zu lange ist. So, hier waren wir anscheinend schon mal, aber wir gehen hier rüber. Haben wir eigentlich noch nicht gemacht. Und drüben noch eine Karte. Jawoll. So. Auf dem Dach ist auch noch eine ganze Karte. Jawoll. Level up. Level 10. Ach ne, Level 8. Scheiße. War nur die Markierung. Bei 10 ist wieder hier so. Schweine. Hier nehmen wir die Karte auch noch mit. So. Da drüben ist nichts. Geht's da irgendwie weiter? Nein. Also nehmen wir noch hier mit. Hier sind doof. Stehen sie da rum, da ist eine Karte und die merken sich. Doch, wir wollen die haben. Also, wir haben wieder 9 Stück bekommen. Noch einfach, ja, Zielkarte kaufen, da kennen wir schon. Schau mal, der König des Hindernisparcours! Hey, Rez! Toll gemacht! Du bist jetzt sicher schon ein Psychonaut! Ja, oder sogar ein Doppelpsychonaut! Aber nein, noch nicht. Aber hoffentlich bald. Die beiden sind wirklich lieb. Na. Toxic wird da gemischt. Durch zum Thema lieb. Nanu, immer noch am Boxen? Klasse, was hab ich nur getan? So, wir haben auch Zufall gefunden. Wer ist. So, das ist nur ein Ständer. Ich dachte, was ist das denn für ein Scheiß? Kurz noch boxen, machen wir mal gegen, vielleicht passiert doch irgendwas. So, was hinter? Ne. Oder? Ne. So, da haben wir noch ein bisschen Geld. Haltet euren Geist und das Lager sauber. Oder ich stopf euch einen Rechen durchs Ohr. Waldhüter Crawler. Ja, Waldhüter. Und klar. Das ist ein Vögelchen. Gehen wir jetzt in die Hütte rein. Das scheint mir das Beste, die Hütte. Rein hier. Jetzt wird Musik gespielt. Schlagzeug. Ist übrigens mein Lieblingsinstrument, Schlagzeug. Bevorzuge auch die Rockmusik. Entschuldigen Sie. Ich habe doch gesagt, die Burger sind nicht fertig. Nein, haben Sie nicht. Die Kohle ist nicht heiß. Es dauert noch, bis sie fertig sind. Ungefähr eine Woche. Eine Woche? Sie sind schon bestellt. Ich arbeite allein hier. Sowas dauert halt. Ich will ja nicht mal einen Hamburger. Oh, warum hast du das nicht gleich gesagt? Also, was willst du dann? Seth. Das ist mein letzter Spinnweb-Entferner. Man nimmt ihn in den Verstand anderer Personen mit, um dort aufzuräumen. Die sind froh, die Spinnweben los zu sein. Und du, damit kannst du. Das ist mein letzter Spinnweb-Entferner. Man nimmt ihn in den Verstand anderer Personen mit, um dort aufzuräumen. Die sind froh, die Spinnweben los zu sein. Und du kannst sie gegen Psy-Karten tauschen. So. Damit ganz schön teuer alles. Die Farbe etlicher Psy-Kräfte verändern. Zum Beispiel die Farbe der Schwebekugel und so weiter. Nun ja, modischer Firlefanz. Als ich jung war, waren alle Psy-Kräfte grau und das war prima so. Wir waren froh, überhaupt Psy-Kräfte zu haben. Aber so ist die Jugend halt. Ja, das ist etwas, das jeder junge Psy-Kadett braucht. Aha. Ich gehe mal von aus, dass der hier die ganzen Psy-Bilder ansammelt oder anzieht. Nun, die Wünschelrute hilft dir, tief vergrabene Pfeilspitzen zu finden. Dort stecken die wirklich wertvollen Pfeilspitzen. Nach 3 oder 4 größeren Kunden hat sich das Ding bezahlt gemacht. Es kostet Geld, weil man damit Geld machen kann. Pass auf, du nimmst so einen Psy-Kern und setzt ihn mit 9 Psy-Karten zusammen. So erhältst du eine Psy-Aufstiegsmarkierung. Die ist eine ganze Stufe wert. Traumwatte. Wirklich köstlich, nahrhaft und billig. Jedes Stück randvoll von konzentrierter geistiger Gesundheit. Du solltest immer eine Handvoll von dem Zeug dabei haben. Naja, ich hoffe, wir brauchen was nicht. Ganz schön teuer, wir sammeln erstmal noch Geld.
Bevor wir uns hier in diesen Laden. Das ist ja dann alles. Gut. Sammle mehr Fallspitzen und komm dann wieder. Genau. Unterstützt den Einzelhandel. Hey, das meine ich. Hörst du auf? Oh, ich dachte, du hättest aufgehört. Nein. Legen wir los. Nein, ich will mit euch reden. Hey, ihr seid ja echt gut. Danke, Mann. Hast du vielleicht ein Feuerzeug? Wäre super, wenn du das jetzt hochhalten und schwenken könntest. Willst du dich jetzt über mich und meine Probleme lustig machen? Oh, huch, sorry. Hatte doch dieses ganze Feuer-ist-schlecht-Zeugs eben kurz verdrängt. Tut mir leid, war mein Fehler. Keine Sorge, wir fangen einfach nochmal da an, wo wir das Dings machen. Lol, wir wachsen wir denn? Ah, jetzt, so. Was ist das denn? Sieht aus wie Lucky Luke so ähnlich. Ja. Lauf. Da kann ich hinsetzen und erst sagen, lauf, schneller. Ja, du schaffst es. Nein, lass mal das. Wir wollen ja kein Fernsehen gucken, wir wollen ja vorankommen. Yeah, baby. Oh. Frag nicht, für wen die Kuhglocke schlägt. Die Kuhglocke schlägt für dich. Wie ein Liebespärchen. Ah, ein Dach. Was denn hier? Was macht ihr da? Wir machen Freundschaftsarmbänder. Du weißt schon. Ach, ignoriere ihn einfach, Franke. Franke, okay. Was haben wir denn hier? Waffe wertvolle? Klopp. Gehen wir hier hoch. Waren wir hier schon mal oben? Stimmt. Bestimmt. Also. Sonnenpfeilspitze. Ja, brauchen wir alle. Ich habe gesehen, dass Preise. Ich habe mit den Preisen gerechnet. Das waren so Spinnenweben mit Ferner. 200 kostet oder so. Das ist ganz schön happig, ey. Also, das ist schon. Puh. So, jetzt wollen wir mal weitergehen mit der Story.